Galactic City, Coruscant, 737 Tage nach der Schlacht von Geonosis. Überwachung war eine Kunst, ebenso sich ihr zu entziehen. Die Schatzamtermittlerin der Republik, Bethany Vannon, hatte in den letzten 6 Jahren schon reichlich Unterschlager und Betrüger verfolgt, aber sie selbst war noch nie Ziel einer Ermittlung gewesen. Als sie nach einem späten Feierabend, manche Arbeiten erledigte man besser, während die Kollegen abwesend waren, insbesondere die Art Arbeit, die einen hinter Gitter bringen konnte, auf dem Nachhauseweg vom Büro war, steckte sie gewohnheitsmäßig die Hand in die Tasche, um nach 2 Dingen zu tasten. Das eine war der Mason Blaster, den Mireille 0 Aktuper N7 ihr gegeben hatte. Das andere war ihr Datapad, voll mit hochverschlüsselten Daten, die niemals den Hauptcomputer des Schatzamtes hätten verlassen dürfen. Ich bin eine Spionin. Ich arbeite gegen meine eigene Regierung. Ich war doch immer ein so braves Mädchen, oder Dad? Und jetzt sieh dir nur an, was aus mir geworden ist. Ihr Vater hätte es jedoch verstanden, da war sie sich sicher. Er hat ihr beigebracht, für die eigenen Überzeugungen einzustehen. Der Blaster war nur die Art Vorsichtsmaßnahme, die man treffen musste, wenn man sich in all die Geheimnisse des Kanzlers einmischte. Bei Nacht selbst, in dem grellen Licht eines Viertels, in dem sich Wesen aus allen Ecken der Galaxis tummelten, fühlte sich Bethany schrecklich allein und gejagt. Jeden Tag, manchmal am Morgen, manchmal auf dem Nachhauseweg, war sie überzeugt, dass ein paar Schritte hinter ihr jemand lauerte und sie beobachtete. Dann drehte sie sich um und sah nur Pendler, die ganz andere Sorgen im Kopf hatten als sie, aber die Beklemmung blieb. Sie fragte sich, ob sie noch immer einer dieser formwandelnden Gonalin-Spione beschattete, die nicht einmal Jedi aufspüren konnten. Dieses Mal war das Gefühl, belauert zu werden, nicht nur Ausdruck ihrer Schuldgefühle. Die Golanins hatten sie gewarnt und ihr folgte tatsächlich jemand. An der Plattform des Speederbusses nahe dem Schatzamt war ihr ein Mann aufgefallen. Sie war es gewohnt, Blicke auf sich zu ziehen. Sie war recht groß und ziemlich blond, aber dieser Blick war anders. Es war eine Art, knapp an ihr vorbeizuschauen, die zeigte, dass der Mann sie sorgfältig aus dem Augenwinkel heraus beobachtete, indem er versuchte, so auszusehen, als würde er keinerlei Beachtung schenken. Manch einer hätte behauptet, Bethany sei paranoid, aber sie war eine professionelle Ermittlerin und sie wusste es einfach. Ihre Intuition lag nur selten daneben. Der Mann war korpulent, mittleren Alters und seine Haare ergrauten. Ein anonym aussehender Mensch in einem ausgetragenen, hochgeschlossenen Geschäftsanzug wie Millionen andere. Er schien es sich noch einmal zu überlegen, ob er den Speederbus zur Universität nehmen sollte und ging dann 10 Meter hinter Bethany. Sie konnte sein Spiegelbild in den Transparenlichtscheiben des Carlos Einkaufszentrums sehen. Oh ja, er beschattete sie, daran gab es gar keinen Zweifel. Und wenn du mich noch nicht verhaftet hast, bedeutet das wohl, dass du es nicht kannst. Oder nicht weiß, was ich vorhabe. Es war nur schwer vorstellbar, was Nicht-Können bei einer Regierung bedeutete, die scheinbar Noteinsatzkräfte mit völlig sorgloser und ungehemmter Leichtigkeit losschickte. Seit Bethany begonnen hatte, die Regeln zu biegen, um sie dann auf Sergeant Kells Geheiß hin ganz und gar zu brechen, wartete sie des Nachts in stiller Furcht auf ein Klopfen an der Tür. Kells Pirata, Kalboir, Papa Kerl. Wegen dessen väterlichen Charisma sie ihre lebenslange Vorsicht über Bord geworfen hatte. Sie tat es für eine edle Sache, daran hatte sie nie gezweifelt. Es war nur die gesunde Angst, erwischt zu werden. Sie warf wieder einen Blick auf das Spiegelbild des Verfolgers in der Transparenstallscheibe und er drehte sich der Magen um. Je tiefer sie in den Konten der großen Armee buddelte, desto mehr Anomalien fielen ihr auf. Scheinfirmen, Credits, die in Kloneinrichtungen weit ab von Kamino flossen. Und trotzdem tauchten nirgends Extratruppen zur Unterstützung der angeschlagenen großen Armee auf, die sich jetzt zahlenmäßig gefährlich dünn durch die Galaxis erstreckte. Zahlen waren ihr Leben, aber die Zahlen in Kanzler Palpatins Verteidigungsbudget ergaben nicht einmal ansatzweise einen Sinn. Du stellst eine weitere geheime Armee auf, nicht wahr, Kanzler? Und deshalb sind die Kaminoaner beunruhigt. Sie wissen, dass sich etwas zusammenbraut. Bethany verlangsamte ihr Tempo nicht. Sie ging einfach weiter. Immer noch relativ sicher in der Menge, versuchte sie sich zu entscheiden, ob sie weiter zur Plattform der Lufttaxis gehen sollte, um sich dort ein Taxi zu nehmen, mit dem sie vor ihrem augenscheinlichen Verfolger fliehen konnte, oder ob sie ohne klares Ziel auf den nächsten Verbindungssteg abbiegen sollte, um ihn dazu zu bringen, seine Tarnung fallen zu lassen. Und was dann? Weglaufen? Ihn erschießen?
Der Mann war noch immer hinter ihr, als sie das Laufband betrat, welches die tiefere Ebene des Galos-Einkaufszentrums mit den Modeetagen verband. Sie stützte sich mit einer Hand auf das Sicherheitsgeländer, während das Band sie an den Hohleauslagen verschiedenster Kleidungsstücke vorbeifuhr. Als sie sich drehte, um zur anderen Seite zu streifen, streifte sie den Mann mit einem Blick. Sie erreichte die Konfektionsabteilung und trat im letzten Moment vom Band. Und als sie schon geglaubt hatte, ihn abgehängt zu haben, sah sie ihn wieder. Beim Durchstöbern einer Auslage mit unerhört aufgetakelter Unterwäsche, so als suchte er nach etwas für seine Frau. Er wirkte vertieft und völlig abwesend. Am Ende könnte ich natürlich doch paranoid sein. Bethany drehte sich um und ging zu dem Laufband, das zu der Ebene des Verbindungswegs zurückführte, über den sie gekommen war. Sie beschloss, falls sie ihr dieses Mal erneut folgen sollte, ein Lufttaxi zu nehmen oder ihn vielleicht sogar zur Rede zu stellen. Doch, das könnte sie tun. Sie würde direkt auf ihn zugehen, ihm in die Augen sehen, charmant lächeln und fragen, ob er sie kennen würde. Will ich ihn nur abschütteln oder herausfinden, wer er ist? Wenn Palpatines Agenten sie umbringen wollten, so hätten sie dazu Gelegenheiten genug. Dieser Mann wollte wahrscheinlich nur herausfinden, zu wem sie gehörte und wohin sie ging. Das Laufband neigte sich zu einem leichten Gefälle hinab zum Verbindungssteg und sie bewegte sich im Eilschritt hinunter in Richtung der Lufttaxi-Ebene. Seine einzige Alternative bestünde darin, ihr nach Hause zu folgen. Und dann hätte sie einen Vorwand, ihn zu erschießen. Und selbst dann würde ein anderer seinen Platz einnehmen. Wie viel wussten sie? Die Schatzamtssicherheit war ihr Ding. Sie war sich sicher, sie würden nicht realisieren, dass sie Daten aus dem Budgetsystem herunterlud. Vor ihr hing ein Turm aus schwarzem Transparistahl, einem Wasserfall gleich, der auf jeder Etage ein Erlebnisrestaurant mit unterschiedlicher Ausrichtung anbot. Sie konnte die Speisenden sehen und Flammen, die vereinzelt aufloderten, wenn die Köche Koyaja-Flügel an den Tischen zubereiteten. Außerdem sah sie noch immer das Spiegelbild des Mannes im Anzug inmitten der flanierten Menge. Sie befanden sich mittlerweile schon recht tief im Vergnügungsdistrikt. Auf den Gehwegen wimmelte es von gut betuchten Coruscanti und Touristen, die nach der besten Küche der galaktischen Hauptstadt suchten. Dicht gedrängte Massen konnten entweder eine nützliche Rückversicherung sein oder aber auch der Grund dafür, dass das Schlimmste passierte. Bethany gab vor, nach ihrem Transit-Identity-Chip zu suchen, steckte dabei ihr Datapad in die Innentasche ihres Mantels und griff nach dem Blaster in ihrer Tasche. Es war keine gute Idee, an diesem öffentlichen Ort eine Waffe zu benutzen. Ihre neu gewonnenen Freunde bei den Coruscant-Sicherheitskräften hätten das Problem beseitigen können, wenn sie geschossen hätte, aber sie konnte nicht tausende Leute dazu bringen, wegzuschauen. Aufmerksamkeit war das Letzte, was sie momentan brauchen konnte. Der Platz füllte sich stetig, während sie sich der Taxiplattform näherte. Eine Warteschlange von Gästen, die auf Tische in der Vesari-Praterei warteten, bildeten einen Damm in dem Besuchermeer, der den Passantenstrom so weit verlangsamte, dass einzelne Wirbel in der Menge entstanden. Der Mann im Anzug näherte sich Bethany jetzt immer mehr. Sie sah ihn, als sie versuchte, der Schlange auszuweichen. Deshalb flitzte sie zur Seite in eine Kolonnade kleiner Tabcaps, um die Menge zu umgehen. Sie verließ sich darauf, dass er in der Öffentlichkeit nichts Dummes tun würde. Nichts tödlich Dummes. Die Kolonnade führte zu einem Parkplatz für Privatleiter, sodass sie, falls sie ihn überquerte, wieder zum Hauptgehweg bei der Taxiplattform kommen würde. Der Platz aus Durabeton erwies sich jedoch als verlassenes Labyrinth aus Fahrzeugen, durch das sich lange schwarze Schatten zogen und sie erkannte, dass sie einen gefährlichen Fehler begangen hatte. Sie hätte in der Menge bleiben sollen. Die Hand am Plaster drehte sie sich um. Es hatte keinen Sinn zu rennen. Sie stand dem Mann nun beinahe Auge in Auge gegenüber, nur wenige Schritte entfernt, und ihre Blicke kreuzten sich. Er schien überrascht, als sie den Plaster aus der Tasche zog, aber seine weit aufgerissenen Augen galten nicht ihr. Jemand anders stand plötzlich direkt neben ihm, einen Arm fest um seinen Hals gelegt, sodass sein erschrecktes Keuchen abgewürgt wurde. Bethany hörte ein schwaches Gurgeln. Das rechte Bein des Mannes suchte nach Halt und dann schien er auf den Zehenspitzen stehen zu verharren. Nur weil du jemanden verfolgst, sagte eine vertraute, schmerzlich vermisste Stimme, heißt das nicht, dass dich niemand verfolgt. Kleidung raschelte. Wollen doch mal sehen, was du bei dir trägst. Oh, einen hübschen DH-17. Nicht ganz dein Stil, oder? Ein angeschlagener, grauer Auslieferungsgleiter senkte sich aus dem Nichts herab und Bethany blieb nicht einmal die Zeit, von völliger Verwirrung auf Furcht umzuschalten. Die Seitenluke öffnete sich. Ein riesiger, haariger Wookie-Arm schoss heraus und zerrte den Mann hinein.
Captain Ordo, Nullark Elf Ordo, ihr Ordo, ihr Geliebter, schob die DH-17-Plasterpistole in seine Tasche und winkte sie ungeduldig zu sich. Er hätte eigentlich Lichtjahre weit entfernt im Einsatz sein sollen und nicht hier. Sie hatte nicht einmal bemerkt, dass er ihnen gefolgt war. Der Mann im Anzug offensichtlich auch nicht. Ordo, du hast gesagt, du wärst am äußeren Rand, flüsterte sie und sah sich mit Hämmern im Herzen um, ob vielleicht Zeugen in der Nähe waren. Wie lange folgst du mir schon? Der Gleiter sank noch etwas tiefer und er setzte einen Fuß in die Kante der Luke. Ohne seine makellose weiße Arktrooper-Rüstung sah Ordo völlig anders aus. In den nichtssagenden dunklen Straßenklamotten hätte er jedermann sein können. Vom Leibwächter bis hin zu einem Schläger der örtlichen Banden, die unvorsichtigen Touristen auflauerten. Ich behalte dich gern im Auge, erwiderte er. Steig ein. Was wirst du mit ihm machen? Wenn seine Hintermänner wissen, dass er mich verfolgt hat, wissen sie, dass ich involviert bin. Ordo wirkte erschreckend entspannt. Fast schien es, als hätte ihm nie jemand gesagt, dass es falsch war, andere Leute zu entführen. Aber Skirata-Spezialschwadronen kidnappten, meuchelten und spionierten für die Republik. Und es gab eine Unvermeidbarkeit, wenn man super clevere, ultraharte Kämpfer heranzüchtete. Früher oder später erkannten sie ihre Macht und setzten sie zu ihrem eigenen Vorteil ein, falls die Republik ihnen keinen Vorteil verschaffte. Keine Zeit für Plaudereien, sagte Ordo. Steig ein, Kiarika. Ordo strahlte in den Krisenzeiten immer unerschütterliche Zuversicht aus und Bessany verstand nun, weshalb Soldaten manchen Offizieren überall hin folgen würden. Bevor sie noch darüber nachdenken konnte, kletterten sie bereits durch die offene Gleiterluke. Befehl ohne Widerrede befolgt. Der Gestank von altbackenen Schrotbrot und Speiseöl, wahrscheinlich die vorangegangene Fracht des Gleiters, schlug ihr entgegen. In der Dunkelheit saß ein Wookie, unbeholfen zusammengekauert in den für Menschen gefertigten Sitzen und hielt den Mann in dem Anzug festgepackt. Es war Enaka, eine von Skiratas Helferinnen. Kalboirs Mitarbeiter bildeten einen bunten Mix aus unterschiedlichen Spezies und beruflichen Werdegängen, vom respektablen Ehrenmann bis zum unverhohlenen Halunken. Größtenteils gehörten sie jedoch zu jenen Kleinkriminellen, die allerlei Haken schlagen müssen, um über die Runden zu kommen. Skirata war sehr gut darin, einen scheinbar wahllos zusammengewürfelten Haufen dazu zu bringen, zum gegenseitigen Vorteil zusammenzuarbeiten. Er hatte den Beruf verfehlt, dachte Bessany. Leute wie er wurden in der Politik gebraucht. Enaka gab ein leises, grollendes Trällern von sich. Ordo antwortete mit einem Achselzucken. Nein, ich habe keine Ahnung, wer dieser Chaka ist, antwortete er. Bring diese Kiste in die Luft und wir finden's raus. Was wollt ihr? Fragte der Mann. Meine Brieftasche, meinen Kleider. Er versuchte, den kleinen Mann zu spielen, aber es gelang ihm nicht. Er war nicht verängstigt oder wütend genug für jemanden, den man gerade von der Straße gezerrt hatte. Jedes andere Wesen wäre zu einem zitternden Häufchen Elend zusammengesunken, wenn es von einer Wookie und einem Mann, der wie Ordo aussah, entführt worden wäre. Ordo streckte seine geöffnete Handfläche aus. Die andere Hand zog eine maßgefertigte, kurzläufige Vapinenpistole. Nicht, dass ich annehmen würde, du hättest einen echten Identity-Chip dabei, aber lass mal sehen. Bessany sank gegen das Schott. Sie fühlte sich wieder völlig sicher, aber selbst mit einer Wookie und einem Null-Arc-Trooper, die sich um ihr Problem kümmerten, empfand sie Beklemmungen dabei, so nah bei jemandem zu sitzen, der sie verfolgt hatte. Ihr Adrenalinspiegel sank langsam. So hatte sie sich ihre besonnene Karriere im Staatsdienst der Republik nicht vorgestellt. Vor einem Jahr war Ordo mit einem buchstäblichen Knall in ihr Leben geplatzt und ihre Galaxis hatte sich von Grund auf verändert. Das hier war nur die neue Normalität. Enaka ließ den Gleiter vom Parkplatz aufsteigen und überflog die künstlichen Klippen und Schluchten von Coruscant. Aus dem kleinen Heckfenster blickte Bessany auf das Nachtpanorama. Sie fragte sich, wo es wohin ginge. Enakas Fachgebiet bestand in der Beschaffung von Fahrzeugen und sicheren Unterstüpfen. Sicher für Klone und Skiratas Kollegen jedenfalls. Wohin sie diesen Mann auch bringen würden, für ihn wäre es gewiss nicht sicher. Ich heiße Chadus, sagte der Mann und seine Augen folgten dabei Ordos Händen, die seine Brieftasche durchsuchten. Ich arbeite in der Spätschicht der Transitbehörde. Hört sich für mich nach einem Haufen Ossig an. Warum bist du dieser Frau gefolgt? Bin ich nicht. Du schleichst immer in der Unterwäscheabteilung um attraktive Frauen herum, ja? Es gibt ein Wort für Männer wie dich.
Ich bin ihr nicht gefolgt. Ich habe nach etwas für meine Frau gesucht. Also ich bin mehr so der eifersüchtige Typ. Ich hab was gegen Perverse, die meiner Freundin nachstellen. Ich sage doch. Und wieso trägst du da eine amtliche Wumme wie diesen DH17 bei dir? Falls sie es noch nicht bemerkt haben sollten, Kaosand wird ein immer raueres Pflaster. Ein Handpflaster ist eine weise Vorsichtsmaßnahme. Bei all dem Gesindel. Ordo, der immer noch die Verb auf Chardos gerichtet hielt, griff in seine Jacke und zog den DC-17-Blaster hervor. Einen Moment lang bewunderte er ihn, dann löste er den Sicherungshebel und reichte ihn Bessany. Zögernd nahm sie ihn. Aber das ist die Waffe eines Attentäters. Weshalb sonst bräuchtest du einen Blitzdämpfer und Restlichtoptik? Ich habe ihn von einem Kumpel bekommen. Musste er in einem harten Gewerbe tätig sein, ein Kumpel? Hör zu, wir können dieses Spielchen so lange spielen, wie du willst. Aber ich hatte heute noch nichts zum Abendessen und da bin ich immer ziemlich launig. Du bist ein verdammter Klon, oder? Und du bist vom Geheimdienst der Republik. Chardo schnaubte. Ich bin nur ein Büroangestellter. Okay, Ordo holte seinen Handscanner hervor. Bessany, wenn er sich bewegt, schieß ihm seine Getze ab. Wir wollen doch mal sehen, wer er wirklich ist. Bessany war sich nicht sicher, wie sie mit dem Blaster auf etwas anderes als die Brust des Mannes zielen sollte, aber sie versuchte, den DC-17 überzeugend zu halten. Tausende Meter über der Stadt gab es sowieso nicht viel, das Chardos hätte tun können, außer sich dem Scannen zu ergeben. Ordo ließ ihn vor seinen Augen aufblitzen, um seine Netzhaut zu überprüfen und nahm seine Fingerabdrücke. Was verrät Ihnen das? Fragte Chardos. Er wirkte jetzt doch sehr nervös. Mein Führungszeugnis ist sauber. Da wette ich drauf. Ordo las mit leichtem Stirnrunzeln das Display ab. Nun, Agent Lemeloth, ABJ, Sie haben ja einen Top-Sicherheitsstatus. Noch 2 Beförderungen und Sie erstatten dem Kanzler persönlich Bericht. Stang, wie konnten Sie das abrufen? Weil ich viel, viel cleverer bin als du, Bastard. Bessany hatte es noch nie erlebt, dass es Ordo in irgendeiner Weise peinlich gewesen wäre, ein Klon zu sein. Tatsächlich schien er sogar stolz darauf zu sein. Sein Genom war ausgewählt und verbessert worden, um das Rohmaterial für den perfekten Soldaten abzugeben. Und ganz gleich, wie schlecht die kaminoanischen Kloner über die Null-Prototypen als gescheitertes Experiment dachten. Intensives Training von Kindesbeinen an hatte einen superfitten, hyperintelligenten, aber unkontrollierbar eigenwilligen Black Ops-Kommando hervorgebracht. Soweit es Ordo betraf, war er der Beste und daher liefen alle wahllos gezeugten Wesen, wie etwa Chardos und da ferner liefen, wenn nicht Schlimmerem. Er hatte nicht ganz Unrecht. Und jetzt hatte er auch noch den biometrischen Zugriff des Agenten auf die empfindlichsten Informationen. Er hätte sich in unbezahlbare Datensätze hacken können. Allerdings hätte er es gleich tun müssen, bevor der Geheimdienst Chardos oder wie auch immer er hieß, vermisste. Die Nulls kannten sich mit Datenflatterei aus, besser sogar als Bessany. Ja, sie waren wirklich die Besten und das machte es noch gefährlicher, ihnen in die Quere zu kommen. Chardos und Lemeloth schienen zu dem gleichen Schluss gekommen zu sein. Wenn sie versuchen, meinen Zugang zu benutzen, wird man sie sofort erwischen. Er war jetzt wirklich aufgeregt und starrte mehr schockiert als verängstigt in Ordos Gesicht. Was machen sie hier überhaupt? Sie sind darauf programmiert, gehorsam zu sein. Du hättest im Genetikunterricht besser aufpassen sollen, erwiderte Ordo. Gene schaffen nur Veranlagungen. Auf die Umwelt kommt es an. Programmieren. Nein, so funktionieren menschliche Wesen nicht. Lehrbar, ja, nicht programmierbar. Sie sind Soldat der Republik. Ich befehle Ihnen, diesen Gleiter zu landen und mich freizulassen. Ordo gab ein leichtes Schnauben unaufmerksamer Verachtung von sich. Du kannst mich am Chefs lecken und du hast mir immer noch nicht gesagt, warum du Agentin Venom gefolgt bist. Für wen arbeitest du, Klon? Ich sehe mich gerne als meinen eigenen Boss. Bessere Arbeitszeiten. Und jetzt antworte mir, bevor ich anfangen muss, was kaputt zu machen. Bessany hatte im Laufe ihrer beruflichen Laufbahn auch Verdächtige befragt. Aber unausgeglichene Konten oder nicht genehmigte Ausgaben schlossen für gewöhnlich keine Entführung samt Überredungskünsten mit dem Blaster mit ein. Lemeloth drehte langsam den Kopf, um Bessany anzusehen. Vielleicht glaubte er, bei ihr weiterzukommen als bei Ordo. Es ist noch nicht zu spät, sich zu stellen, Agentin Venom, sagte er. Wir haben Verständnis.
Sie sprechen mit einem unzufriedenen Senator Skina. Er setzt Ihnen wenig hilfreiche Flausen bezüglich der Kriegsanstrengungen in den Kopf. Sie blöffen, steht dem Bessini das Wort ab, in der Hoffnung, dies wäre der Fall. Wenn Lemeloff den Schlagabtausch damit eröffnete, wusste er über ihr größtes Ding wahrscheinlich nicht Bescheid, den Datenklau über das Klonproduktionsprogramm für Skirata. Ich bin nur eine einfache Rechnungsprüferin. Zahlen, Bilanzen, Haushaltsansätze. Seid ihr dann fertig? Fragte Otto ruhig. Letzte Chance, Lemeloff. Trotz ihres scharfen Verstands dämmerten Bessini manche Dinge langsam. Es gab nur ein Ende, das diese Sache für Lemeloff nehmen konnte. Otto konnte ihm nicht einfach ein blaues Auge verpassen und ihm sagen, er solle sich ihr nicht benähern. Sie hatten einen Spion geschnappt und Spione vergaßen nichts. Selbst wenn Jusik da gewesen wäre, hätte er Lemeloff das Gehirn nicht gründlich genug spülen können, um zu garantieren, dass der Mann keine Erinnerung mehr daran hatte, ihr gefolgt zu sein. Wenn ich mich nicht zurückmelde, warnte Lemeloff, sind Sie die letzte Person, der ich gefolgt bin. Nichts von all dem hier wird ein Ende für Sie haben, Agentin Venom. Nein, aber du. Ordo blickte nicht von seinem Datapad auf. Er schien in Gedanken vertieft und tippte auf seinem kleinen Schirm herum. Ich bin jetzt in deinem gesicherten Comm-System. Ich habe gerade eine Mitteilung abgeschickt, die besagt, dass Agentin Venom direkt nach Hause gegangen ist, mit niemandem Kontakt hatte und du dich später heute Nacht meldest. Sie arbeiten also für die Separatisten. Ich nehme an, das haben wir davon, dass wir unsere Truppen von mandalorianischem Abschaum ausbilden lassen. Normalerweise, begann Ordo, indem er seine behandschuhte Hand nach dem DH-17-Plaster ausstreckte, ist das der Punkt, an dem ich die Leute anflehen, Gnade walten zu lassen. Lemeloff war kreidebleich. Sein Blick wanderte langsam durch den engen Frachtraum des Gleiters, so als dächte er, er hätte bei 7000 Metern eine Chance, wenn er es nur zur Luke schaffen würde. Aber daraus wird wohl nichts, oder? Nein. Ordo stellte den Stärkeregler des Blasters ein. Bessini spürte, wie sich ihr Magen zusammenzog. Aber ich bin kein Wilder. Gefälligkeiten unter Kollegen und so. Dann keine Reden, keine Beleidigungen, keine Warnung, hob Ordo einfach den DH-17 an die Schläfe des Agenten und schoss. Die Entladung verursachte ein lautes Dapp. Der Mann sackte vom Sitz und knallte mit einem dumpfen Schlag auf den Boden. Es geschah schnell, leidenschaftslos und schockierend. Der Geruch des abgefeuerten Plasters und von der versenkten Haut verdrängten den Gestank fauliger Lebensmittel. Bessini konnte weder sprechen noch aufschreien. Sie erstarrte. Ennaker blickte vom Pilotensitz aus über ihre Schulter und gab ein tiefes, grollendes Brummen von sich. Nein, ich erwarte nicht, dass du die ganze Hausarbeit machst, sagte Ordo, immer noch völlig sachlich. Ich übernehme die Entsorgung selbst. Ennaker jaulte. Okay, behalt den Plaster, aber lad ihn in den unteren Ebenen in der verfallenen Zone ab, dann können sich die Bohrratten um die Leiche kümmern. Ordo fing mit einer Beiläufigkeit an, dem Leichnam alle verräterischen oder nützlichen Dinge abzunehmen, als würde er es jeden Tag tun. Bessini wurde klar, dass dies wahrscheinlich der Fall war. Die Ratten sind recht gründlich und Recycling ist unsere Bürgerpflicht. Ordo blickte auf, als würde er sich plötzlich bewusst werden, dass Bessini ihn entsetzt anstarrte. Trotz all der schrecklichen Jobs, die er erledigen musste, hatte er eine deplatzierte Unschuld an sich, eine Art, die Augen peinlich berührt aufzureißen, immer wenn er glaubte, ihm könne ein gesellschaftlicher Ausrutscher unterlaufen sein. Bessini hatte noch nie gesehen, wie jemand getötet wurde, ganz zu schweigen davon, dass jemand eine Armlänge von ihr entfernt von ihrem Liebhaber erschossen wurde. Sie wusste, dass Ordos Arbeit schmutzig und schwierig war, aber es machte einen Unterschied, ob man etwas wusste oder etwas sah. Entschuldige, sagte er mit einem Schuldbewusstsein eines kleinen Jungen, den man beim Steinewerfen erwischt hatte. Ich hätte dir raten sollen, wegzuschauen. Schon okay. So sehr sie sich auch bemühte, Bessini war nicht okay. Irgendetwas in ihr stockte. Sie fühlte sich, als würde ihr Herz auf einen sicheren Moment warten, um wieder zu schlagen. Ich verstehe, dass du ihn nicht laufen lassen konntest. Ordo mühte sich etwas ab, um den Gürtel des Mannes zu lösen. Der Gurt aus Bantaleder schnappte wie eine Peitsche. Was glaubst du, hätte er mit mir gemacht, wenn es andersrum gewesen wäre? Oder mit dir? Er hätte uns beide, ohne zu überlegen, umgebracht. Ich habe ihn ja nicht gefoltert oder so. Ein sauberer Tod. Mehr kann sich niemand von uns erhoffen.
Bessany hatte sich immer gewünscht, in sehr hohem Alter im Schlaf zu sterben. Sie nahm an, die meisten Wesen täten das, selbst mandalorianische Krieger. Wusste er, an was ich wirklich dran bin? Ich bin deine Akte im Hauptcomputer vom Geheimdienst durchgegangen. Ordo schüttelte den Kopf. Nach dem, was da drin steht, hat sie nur dein Treffen mit dem Senator nervös gemacht. Das Beste, was du jetzt tun kannst, Kiarika, ist deinem Chef zu erzählen, dass dir irgend so ein Perverser nachstellt und dass du Angst hast. Das erklärt dein Verhalten und die Waffen, falls irgendwer fragt, und lässt es so aussehen, als hättest du nichts zu verbergen. Ordo war ausgebildet worden, effizient zu töten, ohne weitere Karrieremöglichkeiten. Bessany versuchte, das im Kopf zu behalten, als Inaka sie beide bei ihrem Apartment absetzte und der Kleider in der Nacht verschwand. Im selben Moment, in dem sich die Tür öffnete, schaltete er von Meuchelmörder auf Häuslichkeit. Er schlenderte in die Küche, um eine Kanne Kaffee zu kochen. Bessany beobachtete ihn, unfähig, das Zittern in ihren Beinen zu unterdrücken. Es tat ihr nicht leid um Lemelov, aber vor ein paar Stunden hat er wahrscheinlich nicht die geringste Ahnung gehabt, dass er sterben würde. Sie war sich nicht sicher, was sie am meisten verstörte, bei einer Exekution anwesend gewesen zu sein oder zu begreifen, wie zerbrechlich die Verbindung zum Leben in diesem Krieg für manche war und dass diejenigen, die sie liebte und um die sie sich sorgte, der Vergessenheit in jeder Sekunde ebenso nahe waren wie dieser Agent. Draußen vor ihrem Apartment fuhren die Bürger Coruscants damit fort, einzukaufen, auszugehen und Holowitz anzusehen. Der Krieg war eine andere Realität.